Hallo, hier ist Christine von yesnomads.com und heute zeigen wir euch die alten Tempel von Angkor in der Nähe von Siem Reap in Kambodscha. Und hier, das ist der Angkor Wat, das ist der erste Tempel. Angkor Wat wurde dem hinduistischen Gott Vishnu gewidmet. Der größte Tempel im Khmer-Reich ist Angkor Wat und es ist auch das größte religiöse Gebäude auf der Welt. Es wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Der Tempelkomplex ist umgeben von einem großen Wassergraben. Und wenn ihr die Angkor-Tempel besuchen wollt, dann müsst ihr nur einige Sachen beachten. Man sollte auf alle Fälle genug Wasser dabei haben, denn es ist wirklich heiß und man muss dort viel laufen. Allein der Besuch des Haupttempels Angkor Wat, der kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Des Weiteren müsst ihr gute Schuhe tragen, denn entlang des Weges sind viele Steine und Treppen. Da es eine religiöse Stätte ist, müsst ihr die Arme und Beine in bestimmten Tempeln bedecken. Kurze Hosen und schulterfreie Oberteile sind beim Angkor Wat und beim Bayon nicht erlaubt. Wenn ihr einen tieferen Einblick in den Tempel erhalten wollt, dann könnt ihr euch auch einen Tourguide mieten. Am Anfang des Tempels waren verschiedene Tourguides und sie sprechen auch unterschiedliche Sprachen. Angkor Wat und Bayon, das ist ein Tempel, den wir euch in einem separaten Video zeigen werden, sind wirklich sehr gut besucht. Und daher ist die beste Besuchszeit dieser beiden Tempel um die Mittagszeit, das heißt, wenn die Reisegruppen zu ihrem Mittagessen gehen. Jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr vom Angkor Wat.